Einen neuen Schub für die Wohnungsbranche erhofft sich Bauminister Joachim Herrmann vom neuen Bauzentrum der Firma Schultheiß Projektentwicklung. Das Nürnberger Bauzentrum wurde jetzt eröffnet. Jeder Kunde kann seine individuelle Wohlfühlausstattung an nur einem Ort aussuchen. Ja, es ist so, dass ja bislang es gang und gäbe war, dass die Kunden, die ihr Eigentumswohnung oder Haus gekauft haben, dann zu den einzelnen Ausstellungen gehen mussten, sei es jetzt zum Sanitärbereich, dann haben sie sich da Farben rausgesucht, wussten aber nicht, wie schaut es dann am Schluss aus im Bad, wenn ich dann die Fliesen dazu noch mir besorgen muss. Und hier haben sie halt die Möglichkeit, alles miteinander direkt vor Ort zu vergleichen. Auf 1600 Quadratmetern findet man alles rund ums Eigenheim. Egal ob Sanitär, Küche oder Garten, möglich wird das durch die Zusammenarbeit mit vielen Partnern. Wir haben alle Partner, die uns langjährig verbunden sind, anstecken können mit dieser Idee, dieser Begeisterung, die bayernweit eine Novität ist unseres Wissens nach. Bei der Eröffnungsfeier lockten nicht nur die Spieler des HCE, ganz klar im Fokus die Inneneinrichtung. Die 60er sind zum Beispiel wieder angesagt. Und ganz stark im Trend ist zu polarisieren. Also harte, kalte Materialien wie Beton mit lebendigen Hölzern. Schultheiß Projektentwicklung ist mit dem neuen Bauzentrum immer am Puls der Zeit.